Und Action. Beschreib Albanien in 3 Worten. Albanien ist klein, aber fein, sehr spannend und außergewöhnlich. Was muss ich unbedingt in den Koffer packen? Wenn man in Albanien ist, dann würde ich empfehlen, zum Taucherbrille und Schnorchel dabei zu haben, weil das Meer in Albanien ist wirklich glasklar. Und wenn man nicht nur am Strand liegen, sondern auch noch irgendeinen Ausflug machen will, dann empfiehlt sich irgendwie eine rutschfeste Turnschuhe, eine gute Schuhe für die Ausflüge. Was muss ich unbedingt gesehen haben? Lohnenswert ist ganz klar ein Besuch in der lebendigen Hauptstadt Tirana. Dann die archäologischen Städte von Butrint, die gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und dann noch das sogenannte blaue Auge. Das ist wirklich so eine wunderschöne Quelle in Saranda. Was sollte man von Albanien nicht erwarten? Ja, es ist vielleicht nicht überall ganz so sauber, wie es bei uns in der Schweiz ist. Was hat Albanien kulinarisch zu bieten? Also sehr empfehlenswert ist so ein saftiges, auf dem Feuer geröstetes Stückchen Lammfleisch. Bulle oder auch Kalbsfleisch, das sind meistens so die Hauptzutaten von einer albanischen Mahlzeit. Dazu gibt es meistens Reis und eine ganz feine Joghurtsauce. Alternativ kann man natürlich auch sehr feine Pizzas essen in Albanien. Wie kommt man in Albanien am einfachsten von A nach B? Also wenn man ein bisschen umreisen in Albanien und vielleicht verschiedene Ortschaften sehen will, dann empfiehlt es sich sicher, zum einfach ein Auto zu mieten. Wenn man aber einfach nur ganz normale Badeferien macht, dann lange der Transfer ab dem Flughafen bis zum Hotel und wieder zurück. Und wie lange dauert der Flug? Ab Zürich ist es nur etwa 2 Stunden. Wie hoch ist denn der Fun-Faktor in Albanien? Also in den grossen Städten ist der Fun-Faktor sicher sehr hoch. Wer eher auf Natur und Kultur aus ist, der findet auch dann bestimmt in den kleineren albanischen Dörfchen. Was unterscheidet Albanien von anderen Badeferiendestinationen? Albanien ist als Badeferiendestination noch nicht so bekannt. Dadurch sind die Preise sehr tief. Es ist eine sehr günstige Destination. Aber man muss wirklich sagen, die Leute sind super gastfreundlich.